Guten Tag. Stadtwerke Kiel, mein Name ist Clara. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, hier ist Klaus. Ich hätte gern einen Termin, bitte. Ja, gerne. Wie ist Ihr Name, bitte? Mein Name ist Klaus Schmidt. Was ist Ihr Geburtsdatum? Das ist der 4.5.1993. Können Sie mir den Grund nennen? Ich habe von Ihnen einen Brief erhalten, auf dem eine Mahnung stand. Obwohl ich den Abschlagbetrag monatlich bezahle. Alles klar. Wann passt es Ihnen? Vormittags oder nachmittags? Am besten vormittags. So, ich könnte Ihnen einen Termin am Mittwoch, dem 4.8. um 10 Uhr anbieten. Würde es Ihnen passen? Leider habe ich an dem Tag einen wichtigen Termin. Wie wär's mit Montag, dem 24.10.8.10? Hätten Sie vielleicht keinen früheren Termin? Weil das ein bisschen zu spät ist. Ansonsten könnte ich Ihnen den frühesten Termin anbieten. Und zwar den 19.10.8.10 um 10.30 Uhr. Ja, das passt mir gut. Super, das freut mich. Ich möchte Ihnen die Bestätigung für den Termin per E-Mail. Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Meine E-Mail lautet klaus.schmidt@gmail.com. Dankeschön. Also, ich habe Ihnen die Bestätigung mit der Terminnummer und mit der Zimmernummer geschickt. Alles klar, dankeschön. Dafür bin ich da. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, ebenso. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Hallo. Hallo. Haben Sie einen Termin? Genau, ich habe heute einen Termin um 10.30 Uhr. Na, dann folgen Sie mir bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Nehmen Sie bitte Platz. Einmal die Kundennummer bitte. So, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Also, ich habe von Ihnen eine Mahnung bekommen, obwohl ich den Abschlagbetrag monatlich bezahle. Wie Sie wissen, Sie sollen grundsätzlich monatlich an einem bestimmten Datum überweisen. Deswegen ist Ihnen eine Mahnung erstellt worden. Also ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden. Können Sie es mir nochmal erklären? Das heißt, Sie sollen immer im 20. jedes Monats überweisen. Nicht später und nicht früher. Weil auf dem System steht, dass Sie immer an einem bestimmten Datum den Abschlagbetrag zahlen sollen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das bedeutet, ich soll immer monatlich an einem bestimmten Datum den Abschlagbetrag überweisen, oder? Ganz genau. Okay, was soll ich jetzt mit der Mahnung tun? Die können Sie wegschmeißen. Weil diese Mahnung verkehrt automatisch erstellt war. Das freut mich aber wirklich. Und herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Sonst hätten Sie weiterhin Fragen? Nee, das war's. Dankeschön. Ich danke auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Vielen Dank, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Okay Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, dass ihr von diesen Videos vieles lernen und profitieren könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.